Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uha, Uha in Soundmind. Ich hasse dich, Vergangenheitskronk. Ich hasse dich so sehr. Wie kommen wir denn meine Kollegen vorbei? Das weiß ich gar nicht mehr. Das wusste ich auch vorher nicht, ne? Sieht er uns? Wir können ja schleichen. Boah, ist das laut. Ist ganz schön. Warum ist das so laut? Der sieht uns gleich, ne? Okay, wir müssen wahrscheinlich ganz schnell weggehen. Wenn der gerade in einen anderen Raum geht, glaube ich. Da bin ich ganz so sicher. Ich nutze keine Taschenlampe. Ich bleibe hinterm Regal. Regal! Alles andere ist egal. Hauptsache hinterm Regal. Oh oh. Nein. Nein. Nein! Moin! Hallo, ich grüße Sie! Oh, hallo! Tschüss! Da ist ja geblockt von Assassin's Creed. Oh, eine Batterie, cool! Hallo, würden Sie bitte lassen? Ich habe keine Kie. Sie sind so laut, mein Herr! Ich bin gleich tot. Ich wollte mal gucken, was da hinten ist. Da hinten ist gar nichts. Ich glaube, der kann keine Türen durchqueren. Okay, wenn ich jetzt eh schon tot bin. Ich wollte nur mal gucken, ob ich heim kann. Nö, die Antwort ist nö. Okay, was ist da? Ja, nice. Ich würde nochmal laden, glaube ich. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Danke, Vergangenheitsdronk. Bist echt ein Kumpel. Super Typ bist du. Ich hoffe, Leute hassen dich. Da war der gerade, ne? Du Schwachmat! Hier bin ich! Hier, hier drüben! Hier! Du alte Kackwurst! Oh oh, Kackwurst. Okay, Kackwurst geht. Ich lade trotzdem nochmal, komm. Ich mach nochmal laut Last Checkpoint. Laut den Checkpoint, ja, selber alle. Oh Gott, wie knackt denn das gerade, wenn man lädt? So voll krack. Oh, ich hasse Vergangenheitskronk, ne? Okay, wir können da noch nicht lang, weil uns fehlt irgendwie eine Keycard, glaube ich. Habe ich das Gefühl? Ich gehe erstmal hier rein. Ganz in Ruhe. Und dann gucken wir erstmal hier, was man denn hier. Das haben wir schon gelesen. Okay, ich erinnere mich dran. Da ist ein Fernseher. Au. Und da. Pedros Peppers. Portuguese Delight. Gente Nepe. Yo, zu Wasta Cos Peppers. Sehr lecker. Hier kommen wir noch nicht hin. Ich weiß nicht genau, wie wir jemals da hinkommen sollen. Ist mir gerade ein Rätsel. Wenn ich mal kurz ins Inventar schaue: Pistol Barrel, Mirror Shard. Brauchen wir für ihn vielleicht schon die Knarre? Eventuell ist es das, was der Typ uns gesagt hat. Ah, na großartig. Hier war ich noch nicht, ne, oder? Telefönchen. Oh. Also play for world, brownie points. We're giving away home mart coins. Okay, okay, okay. Please don't tell customers. Ein spielerischer Weg, wie man Brownie-Punkte gewinnen kann bei den Leuten in Milton Heaven. Wir geben Homermart-Coins an alle Kunden, die einen bestimmten Geldbetrag an der Kasse bezahlen. Ah, deswegen muss man die Kassen dann umstellen, glaube ich. Brownie-Points. Kommt der Typ jetzt? Nee, ne? Brownie-Points? Homermart-Coins. Please don't tell customers... Was passiert denn gerade? Okay, please don't tell customers about this. Okay. Your individual sums are written below your registers. Okay. Jede Kasse ist eine andere Summe. Hier komme ich aber noch nicht durch. Was ist das für eine Puppe da hinten wieder? Sieht er mich hier? Nee, ne? Okay. Ich bin noch weit genug entfernt. Okay. Hallo? Ah, ne. So. Jetzt da wieder weg. Oh, Gott sei Dank. Das war so laut. So, hier ist der Register. Bibabo. Oh Gott, was ist denn hier nur los? Ich hasse dieses Spiel. Okay, wir haben 1, 2, 3. Wir haben sogar 4 Kassen. Heilige Scheiße. Hier ist noch ein Zettel.
In case of a missing price tag, don't forget, these are the prices for the following products. It knows chocolate, general section, food section. A single item can be scanned multiple times. Okay. Oh Gott, wir müssen jetzt ein Rätsel, jetzt müssen wir Rätsel lösen. Wir brauchen diese Items und wir brauchen dann irgendwie Wechselgeld. Aber das Problem ist... Nee, wir brauchen kein Wechselgeld. Wir müssen nur auf die Preise kommen. Das heißt, ich brauche eine Liste mit Preisen. Ich fange mal bei Kasse 1 an und wir müssen uns eine Liste machen. Die kommt nicht hierher zu der Kasse, ne? Kasse 1. Ich mach mal ganz kurz eine Liste. Oh, verdammt. Ich habe die Webcam an. Habe ich ganz vergessen. Hi. Habe ich ganz vergessen. Ich hoffe, ich habe nicht gepopelt oder so. Das wäre mir jetzt aber peinlich. Oder irgendwie so komisches Gesicht gemacht. So. Das wäre mir ein bisschen peinlich. Okay. 9,75. Kasse 1. Dann so sehe ich übrigens aus, wenn ich aufnehme und mich nicht beobachtet fühle, so wie gerade eben. Kasse 1. 9,75. So. Da muss ich auch nochmal gucken. 12,5. Okay. 12,5. Kasse 2. So, Kasse 3. Kasse 3. Dabei. 15,3. Uah. Ich kann nicht mal schreiben. 15,3 ist natürlich 15,30, ne? Also da schreibe ich eine 0 hinter. Da hinten leuchtet so schön rot. Sie kommt aber nicht, ne? Oder? 11. Kasse 4 ist 11. Das ist aber sehr spezifisch. Also da diese komischen Münzen zu gewinnen, ist schon sehr, sehr spezifisch. So, jetzt haben wir hier Preise. Kasse 1 müssen wir auf 9,75 kommen. Zum Beispiel... Kasse 1, 9,75, also 5, 6, 7. Oh Gott, das wird ja furchtbar. Oh Gott, wird das furchtbar. Also, Gummibär, 2 Gummibären wären 6. Haben wir irgendwas für 50? Ja, dreimal Gummibären, einmal eine Schokolade und Sweetbugs wären 9,75. Mess. Okay. Müsste theoretisch. Aber ich weiß halt nicht, ob man nur von jedem Objekt nur eins kaufen kann. Das weiß ich nicht. Gummibär Cereal. Wie soll ich mir das aufschreiben? Cereal mal 3. Chocolate gibt's nur die eine, ne? Es gibt von jedem Produkt nur eins. Chocolate und Sweetbugs. Schokolade. Sweetbugs. Und das muss ich ja suchen, während sie durch die Reihen stampft? Nee, ne? Das wäre ein bisschen übertrieben. Das würde auch ganz schön lange dauern, glaube ich. Das ist halt so cool, ne? Da ist sie. Das ist richtig. Das hast du gut erkannt. Du bist einfach nur ein Monster. Kann ich denn alle Produkte einfach sammeln und dann... Sie naht. Sie geht. Hat die gerade eine Puppe vor sich hergeschoben? Das ist echt widerlich. Hier ist ein Wein. Oh, Alter, das setzt mich ja ganz schön unter Druck, ne? Ich wollte es nur sagen, ich öle hier gerade einfach unter der Achsel. Oi. Und ich vergesse die Kamera immer wieder. Ich kann doch mitsingen. Wenn wir mitsingen, mag die uns wieder. Und? Zu Recht, möchte ich sagen, zu Recht. Ich habe dich jetzt kennengelernt und du bist keine umgängliche Person. Als Gespenst. Ich will hier halt keinen Mut machen, ne? So, We Guarantee, das ist nur irgendein Zettel. Ich will hier die Regale durchgucken. Aber hier ist, glaube ich, gar nichts, oder? Nein, kill mich mal nicht. Warum killst du mich denn? Ich bin auch nice guy.
I'm such a nice guy. So, die kommt gleich wieder rum, pass auf. Don't look at me, don't look at me. Schätzchen. Oh, okay. Alter, das ist echt schwer, den richtigen Winkel zu finden, bevor sie mich findet, im richtigen Winkel. Das ist, oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Hä, hat gerade gehakt und plötzlich war ich woanders. Please don't hack. Hakan is watching you. Muss jetzt aber auch mal ertragen. Boah, zum Glück geht das mit der Scherbe, ne? Ich wäre schon 30.000 Mal gestorben. Aber finde ich die Sachen hier überhaupt? General Section? So, sie nochmal ganz kurz gucken. Sie nochmal anpeilen. Sie ist da hinten irgendwo. Da stöhnt sie lustvoll auf. Warte, warte, ich komme gleich wieder. Was macht ihr denn da? Stop watching me. Ich kann nicht aufhören, du bist sehr attraktiv. Und ich bin ein widerlicher Perverser. Hallo? Broken. Mein Bro Ken ist ein guter Kumpel von mir. Hat man Barbie geheiratet. Daher kennt man den. So, gleich gibt's wieder Dampf auf dem Kessel. Hm? Komm, Mathilda. Die ist halt nur am Schreien. Ist doch kein Wunder, dass die alleine ist. Also bei aller Liebe, ich bin ein zartes Pflänzchen, ja, mein Ego. Also bin ganz zart angehaucht und die schreit mich die ganze Zeit an. Da kann man auch schon mal aggressiv werden. Ich sehe nichts in den Regalen übrigens. Boah. Ich finde sie aber wahnsinnig cool gemacht, ne? Also davon abgesehen, dass ich gerade nichts finde, weil ich doof bin. Ich finde sie wahnsinnig cool gemacht. Das ist echt cool umgesetzt. Auch mit der Scherbe, dass man hier so rückwärts laufen muss. Wenn man das muss. Vielleicht muss man es auch gar nicht. Ich bin der einzige Honk, der so viel Schiss hat vor ihr. Achso, Batterien. Ah, fuck. Da wären wir wieder. Ja, sicherlich tun wir das. Okay, help her reflect on this. Okay. Ich weiß aktuell ehrlich gesagt noch nicht genau. Wir haben jetzt ein paar Produkte. Sind das aber Produkte, die wir gefunden haben? Weil bezahlen müssen wir die, glaube ich, nicht. Sweetbugs, Gummy Bear Cereal. Ach, okay. Wir können wahrscheinlich einiges über die Kasse ziehen von dem, was wir haben. Und wir müssen damit dann... Wir können nicht drei Gummy Bear Cereals einfach suchen oder einpacken, sondern wir müssen damit vorlieb nehmen, was wir haben. Müssen wir uns über die Kasse... Ich habe das nicht zugemacht gerade. Okay. Müssen damit dann über die Kasse... Oh Gott, das wird aber... Das wird schwer. Ha 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 ha. Ich liebe dich, komm zu mich, mein Sonnenschein. Warte, warte, die kommen gleich ums Eck. Sieht ihr uns? Nö, die bleibt stehen, alles klar. Ich judge. Come to me, I judge. Kann ich die Puppe umwerfen und dann hört ihr das, ne? Oh, hey, hier bin ich. Hallo? Hallo? I'll tell you. Stop it. Oh, hat die mir gerade die Schulter rasiert? Ich glaube, die hat mir gerade die Schulter rasiert. Wieso war die so nah dran? Das darf gar nicht passieren. Oh, okay,
Ich versuche mal wieder. Wo ist sie denn? Ja, komm mal rum. Komm rum, Schwester. Komm. Gut. Wie komme ich hier wieder durch? General Section. Ist hier was in General Section? Hier haben wir auch nichts mehr, ne? Ich glaube, also wir haben jetzt ein paar Sachen gefunden, aber ich weiß, ob das alles ist. Ich muss hier quasi alle Regale absuchen. Hier sind wir bei den Kassen. Sehr gut. Oh, Junge. Noch eine Batterie. Schön. Oh, Junge. Oh, Alter. Ja, dann hast dich doch aber bitte abseits von mir. Wieso bist du noch da? Ich bin bei den Kassen. Wo ist sie denn? Spiegel. Help myself. Ich glaube, die ist gegangen. Die hat gesagt, I help myself, dann ist sie gegangen. Das ist auch mein üblicher Abtritt. Okay, pass auf. Wir haben jetzt Ogre Cereal. Das heißt, wir müssen... Feeling judged, no can take the day off. Wir müssen jetzt all... Ogre Cereal. Doch, haben wir für 2,50. Ich müsste mir jetzt also... A single item can be scanned multiple times. Das ist natürlich nett, dass die das vom Supermarkt gleich hinschreiben. Ah, Gummibär Cereals kann man dreimal scannen. Ah. Lass mal probieren. Aber benutzt... Das consume ich doch dann, oder? Ich speichere mal vorsichtshalber. Ich kann nicht speichern. Das habe ich vergessen. Ich will nämlich nicht essen. Reset. It's an item scanner. That was $2.50. That was $2.50. That was $2.50. Einmal Chocolate. Nein, ich habe die Chocolate nicht dabei. Und die Sweetbugs. Warte. This doesn't work. Sweetbugs. That was 50 cents. Ich hoffe, es bleibt bei 8. Bleibt das bei 8 oder resettet das? Es bleibt bei 8, okay. Okay. Wir haben die Sweetbugs. Ich glaube, die habe ich gegessen, oder? Zwischendurch irgendwo. Ist nicht gut. Die kosten 0,5 und was anderes für 0,5 haben wir einfach nicht. Henmilk aus der Food Section, aber... Komme ich in die Food Section? Das hier ist die General Section. Wo war denn? Wo ist denn die Food Section? Natürlich. Ja, nein. Welcome. Hier war ja auch noch was, ne? Da brauchen wir auch noch Coin für, um... Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Munition oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist Food, aber da kommen wir, glaube ich, nicht rein, oder? Oder doch? Okay, Food Section nochmal kurz abklabustern. Oi, 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 oi. Sie lässt sich halt auch nicht besiegen, ne? Sie ist immer da. Und wir sind hier gerade erst im zweiten Band. Ich möchte mal ganz kurz eben anmerken, wir sind erst im zweiten Band. Wo ist sie denn? Da, ist sie gegangen? Hat die mich einfach allein gelassen? Habe ich schon alles abgesucht? Ich guck trotzdem mal zwischendurch, ne? Ich gucke mal in die Scherbe. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich ja so komisch... Oh. Das ist sehr nah. Das ist sehr nah. Was hat sie denn dabei eigentlich? Sieht aus wie ein Schminkspiegel oder... Ah, wahrscheinlich Mobile.
Gleich geht wieder ein Licht an. Ja, sorry, das hast du selber zuzuschreiben, ne? Ich hab's echt im Guten versucht. Man muss den Leuten manchmal einfach den Spiegel vorhalten. Hier ist aber gar nichts. Hier ist nichts in den Regalen. Ich bin ja Food Section und da ist nichts. Okay, sie ist noch zu weit weg. Ach, die sind hier auch verbunden. Alles klar. Yo, ich bin's! I will end you! Stop it! I will end you. Das ist aber auch süß. Ich glaube, sie flirte mit mir. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, na hallo, Ogrimil. I already have that. Ach so, entschuldige bitte. I already have that. Entschuldige bitte. Oh, der feine Herr. It knows chocolate. Da haben wir sie. Uncle Vic's sleeping tea. I already have that. Gummy bear. Gummy bear. Ach so, warte. Ja, ja, ich beobachte dich auch gerade. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Okay, ich habe mal eine Frage. Wenn das erst die erste ist, ne, die uns hier auflauert quasi, wie soll das bei den nächsten werden? Wisst ihr, was haben wir noch gefunden? Was ist denn das? Achso. Wo kam man denn jetzt nochmal zurück zu den Kassen? Steht hier noch was? Nee, ne? Hä? Das stimmt doch gar nicht. Du sagst immer, I will kill you, I will end you, then you are hurting me, weißt du? Ich bin das Opfer. Schreib doch auf Twitter. So, warte. $8. Okay, wir haben aber das Zeugs immer noch nicht, ne? Die, oder? Was fehlt uns noch? Ach doch, die Chocolate fehlt uns, glaube ich, noch, ne? It knows Chocolate. Die braucht man noch. So, it's hier. An item scanner. That was 25 cents. 9,75. 1,50 fehlen noch. Habe ich irgendwas falsch aufgeschrieben? 1,50 fehlen noch. 1,50. Haben wir irgendwas für 1,50? Nö. Haben wir irgendwas? Ich ziehe jetzt die Sweetbugs einmal nochmal rüber. Fertig. Die haue ich jetzt noch ein paar Mal rüber, dann haben wir den Lachs. So, Sweetbugs, wo sind sie denn? Da. That was 50 cents. That was 50 cents. That was 50 cents. Ja, ha, ha, ha. Ein Homermart Coin. It's a coin with a Homermart Logo on it. Yeah, Kasse 1 haben wir fertig. Das dauert offenbar. Kasse 2, 12,50. Jetzt muss ich mal gucken, was wir da brauchen. Haben wir irgendwelche teuren? Haben wir teure Sache für $5? Quick Fix Microwave Meal oder Suricata? Quick Fix oder Suricata? Haben wir beides nicht. Doch, Quick Fix haben wir. Cool. Und dann noch was für 2,50. Ogre Cereal. Zweimal Quick Fix. Quick Fix mal 2 und Ogre. Zweimal Quickfix, einmal Ogre. Zweimal Quickfix, einmal Ogre. It's an item scanner. That was $5. That was $5. Und Ogre. That was $2.50. Ja, hallo. Da klingelt die Cash. So, Nummer 3 waren 15,30. Das wird schwieriger mit der 30. Das wird schwierig, glaube ich. Haben wir irgendwas für 30 Cent? Nee, ne? Äh.
Wir müssen, wenn ich das richtig sehe, irgendwas, was 10 Cent ist, müssen wir da rüberziehen. Alles andere geht nicht. Und zwar dreimal. Die kosten alle 4,10. Ninecraft, Salami oder Izan. Ninecraft, Salami oder Izan. Wir haben nichts davon. Ninecraft, Salami oder Izan. Sag mal, wer macht das immer aus? Hör auf! Ninecraft, Salami oder Izan. Das geht immer von alleine weg. Warum? Warum? Warum tust du? Okay, wir können das momentan nicht lösen. Wir müssen auf 30 Cent kommen und das ist momentan leider unmöglich. Also, Kasse 1 haben wir. Kasse 2 haben wir. Kasse 4 sind 11 Dollar. Haben wir 11 Woof oder zweimal Sweetbucks? Quickfix, zweimal Sweetbucks. It's an item scanner. Quickfix. That was $5. Quickfix. That was $5. Sweetbucks. That was 50 cents. That was 50 cents. So. Kasse 3 können wir leider nicht machen. Kasse 3 kriege ich leider nicht hin, weil... Ja. Uns fehlt leider noch irgendwas aus dem Supermarkt. Ich weiß aber auch nicht, ob wir das da kriegen. Ich habe ja schon alles durchsucht. Wir kriegen das aktuell nicht. Das wäre alles in der Food Section. Armitloaf, Ninecraft, Alfredo Salami, Itzan. Ich gucke nochmal in die Food Section, aber ich glaube nicht, dass wir das da kriegen. Hier ist nix. Okay. Da ist ein Zettel. Ich mache keine Taschenlampe an, weil wir jetzt sowieso wieder hier, ne? Ich mache mir immer Sorgen, dass die auftaucht und dann sofort losrennt. Und wir nicht wissen, wo die ist. Und ich kann mir leider auch nicht merken, welche Regale wir schon hatten. Also einigermaßen, aber weil ich halt immer auch in die Scherbe gucke. Du bist so schön, ich muss dich anschauen. Ich kann gar nicht wegschauen. So. Warum wollen Geister immer töten? Warum nicht mal bumsen? So ein alter Bumsgeist im Supermarkt. Das wäre doch mal was anderes. Immer töten, immer I will end you, I will kill you, I will destroy you, I will crush you. Warum nicht mal was Erfreuliches? Haben vielleicht beide was von. Ich stell mir vor, wenn du den ganzen Tag ein Geist bist, muss ja auch scheiße sein. Hast halt keine Abwechslung und dann einfach jemanden kaputt machen, ist doch blöd. Und dann schwebst du halt hinterher wieder rum, nur dann stinkt's halt noch nach Leiche. Das will man halt nicht. Ja, das muss doch nicht sein. Komm, wir machen die freie Liebe. Ah ja. Die! Stop it! Der alte Bumsgeist. Vom Schlecker. Und was machst du beruflich? Ja, ich bin Bumsgeist im Schlecker. Das kann ja auch mal schön sein. Oh, nicht schon wieder. Wo bist du denn? Oh. Oh, das war knapp. Ich hab's nicht gesehen. Oh, das war knapp. Heilige, war das knapp. Oh Gott. Das sage ich ja. Ich habe Angst davor, wenn die uns mal irgendwann erwischt. Ich weiß nämlich nicht, wo der letzte Checkpoint war. Das da hinten ist ihn. Dieser komische, unförmige Fleck da hinten. Ja, ich bin's schon wieder. Komm. No. No. General Section, hier ist kein Food mehr. Ich lach dich nicht aus. Ich frage mich halt nur, warum musst du denn immer so zornig sein? Ich wollte doch nur mit dir sprechen. Ich wollte doch nur ein Gespräch machen. Ich wollte doch nur mal reden. Einfach eine kleine Unterhaltung. Weniger töten, mehr unterhalten. Okay, hier haben wir schon... Ich gehe mal wieder hierher zurück, weil wir hier Sachen nicht mitnehmen können. Und das macht mich fuchsig. Okay, in der Food Section finden wir die Sachen nicht, die wir gerade suchen. Es sei denn... Warte. Wo ist... Sie ist da.
sein, wir kommen da gleich irgendwie durch. So, warte. Ich mach wirklich nichts dergleichen. Ih, da schiebt sie die Puppe tatsächlich weg. Ah, leck mich am Arsch. It's a fuse box. Was? Eine Fusebox? Wo soll ich eine Fuse... Oh, ich verstehe, bei den Automaten da hinten irgendwo. Ja, komm mal rum. Da ist die Puppe wieder. Da fliegt wieder so eine Puppe durchs Bild. Ich hasse Puppen in Spielen. Was macht die Puppe da? Was macht die Puppe da? Hör auf damit! Guck mal, jetzt gepiept. Hier, ich bin hier! Hier ist die Puppe vor mir. Geh weg, Puppe. Oh Gott, ich will sie halt erstmal weghaben, bevor ich hier irgendwie versuche, zur Tür zu kommen, ne? Okay, ich lasse irgendwo piepen. Oh, oh. Hier geht's halt. Okay, hier geht's nicht an. Cool. Wo ist sie? Okay. Hier sollte sie uns eigentlich nicht kriegen. Holy shit. Boah. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Und jetzt müssen wir noch zu dem hier. Und wir müssen irgendwie in die Sicherung ran. Und ich weiß überhaupt nicht wie. Oh, warte mal. Wir haben ja noch einen Coin bekommen. Kann ich mit dem Coin eventuell... Hier? Geht das? Warte, ich gehe mal ganz kurz hin. So, hier. It's a lock with a coin slot. Got it. Kann ich den auch wegmachen? Warte, warte, das haben wir geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, da kriegen wir irgendwas Neues raus. Vitaluxe, increase your health every 3 pills. Ach so, collect all pills, jetzt haben wir 2 pills. Es sind noch 10 übrig, oh Gott. Wie lange dauert das hier? Ich will raus! Ich will hier raus! Wir werden noch ein bisschen hier drin bleiben, glaube ich. Aber wir werden noch in andere Bereiche kommen, vermute ich mal. Guck nochmal, da hinten haben wir auch nichts mehr, ne? Hier nochmal die Regale durchgucken, nicht, dass ich hier was vergessen habe, da ist aber nix. Ach, hier war da. Hier haben wir es auch mal, Oh, ich könnte auch ein Foto machen. Ist das eine gute Idee? It's a coin slot. Success. Wait, what? Foto. Das ist ein sehr schönes Foto. Cool. Am Automat kriegt man also Pillen. Das ist nice. Okay. Mirror Shard. Haben wir die Pillen gleich geschluckt? Ach, die schluckt automatisch. Guck mal. Stealth da unten und Health. Health und Stealth. Okay. Stealth Angels. Health Angels. Passt alles. Okay. Bei Food kommen wir nicht durch. Wir brauchen eine Sicherung für Food. So. Und die Sicherung kriegen wir wahrscheinlich drüben bei den Automaten, wo... Ja. Wo Mütze rumläuft. Ich weiß nur nicht genau, wie wir Mütze besiegen können. Da ist doch bestimmt... Irgendwo kriegen wir eine Sicherung, oder? Komme ich da hinten irgendwie rüber? Nee, ne? Ich würde hier gerne mal speichern. Übrigens. Das wäre eine tolle Sache. Taschenlampe ist immer noch 100. Nee. Wo ist denn die Taschenlampe? 97, naja.
Ich würde hier wahnsinnig gerne mal speichern. I could probably break this. Ja, probably. Mit was denn? Mit deinem Arsch? Oh, der Kollege ist momentan noch nicht da. Der kommt bestimmt gleich. Da ist der Sicherungskasten. Aber da komme ich nicht hin. Ich würde gerne speichern, wenn das irgendwie gehen würde. Ist der Kollege nicht da? Kollege ist nicht da. Okay. It's blocked from the other side. Ja, natürlich. Das wissen wir noch. Nicht einatmen. Na, großartig. Da geht's raus, aber da geht's nicht raus. Cool, cool, cool. Können wir irgendeine Kiste mitnehmen vielleicht? Was mit dir? Achso, Batterie. Okay, der Power Room. 1, 2, 3, 4, 5. Was? This power box is wired to the following rooms. Offices, manager room, hallway, staff room, compressor room. Use each lever to toggle power in this corresponding room. Power is distributed from the left to the right of the, on the power box. Warning, if there's an electrical malfunction in one of the rooms, the room to its right will not receive power until electricity in the is toggled off. Okay. Ich weiß jetzt nicht, welche... Room, die ist auch noch eine schöne. Was war das denn? Da stand gerade Dick Tracy. David, you fool, you forget to punch your card in the machine again. David, du Idiot, du hast schon wieder vergessen, eine Karte in die Anlage zu. Nein, in die Maschine zu packen. Bist du wirklich so dumm? Ich hab's dir mal wieder in deinen Spind getan, Ines. Oh, war das gerade ekelhaft. Oh, war das gerade ekelhaft. Igitt. Puh, pfa, pfi, pfo. Okay, welche Roomnummers sind das? Staff. Achso, Staff Room steht da dabei. Staff Room und Offices, ne? Staff Room und Offices. Okay, let's go. Staff Room. Staff, Room und Offices. Nein. 1 und 4. 1 und 4. So. Jetzt geht das Ding hier auch wieder an. Guck mal. Schön Drink ziehen, Locker Room. Da ist die Punchcard. I already have that. Ach so, it knows Chocolate. Ach so, die gibt's auch hier. Die gibt's auch hier, lecker. Haben die Mitarbeiter sich einfach klabustert? Auch weißt du was, ich nehme mal mit. Man muss ja auch nicht immer auf alles verzichten. It's a locked locker. A locked locker, natürlich, klar. Das ist natürlich, am Arsch. Oh Gott. Ich vergaß vielleicht zu erwähnen, dass dieses Spiel von den Entwicklern von Nightmare House 2 ist. Wenn ihr Nightmare House 2 noch nicht kennt, ich habe das Let's Play bei mir auf dem Channel. Es ist das Spiel, das kam vor vielen Jahren mal raus, es ist das Spiel, wegen dem ich angefangen habe, Puppen in Spielen zu hassen. Und sie tun es schon wieder. Ich hasse es. Nightmare House 2 war übrigens großartig. War damals so ein Indie-Horror-Game, ist es immer noch. Großartiges Spiel. Unbedingt. Also nur ist wirklich eine großartige Empfehlung. Und wenn das hier nur halb so gut wird, wird es unglaublich geil. Das hier sind gerade nur die Anfänge. So, jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge kriegen wir offenbar den Schlüssel von Dave. Oh Gott. Oh Gott.